Das ist der Start zum zweiten Rennpreis des Bamboschas Catering. Wie Quatschko mit einem guten Start ganz in der Nacht ist, dann ebenfalls Pyrine außen im weißen Dress. Ohne Stern, der Mitstern gehört Philipp Husson. Und mit Quatschko sehr gut gestartet auch die Pilotet an dritter Stelle. Die Italiener greifen sich an vierter Stelle ein, Barricado ist im Moment letzter, hinter Frau Unterleit. Unbedingt in der Favorit an drittletzter Stelle, Uli ist für ihn. Und das Döckel. In der Gegenseite in gutem Tempo für die guten Verhältnisse, wie Quatschko, zwei, drei Rennen vor. Wenn er ist, dann die Pilotet, die Italiener. Dann folgt mit der Nummer 3 Pyrin, dann wurde da Schnüffel. Schluss des Rennens an Unterwerb mit der Barricado und Amuro Dete. Sind in den Bogen, unverändert, klare Führung für vier Person mit Mikwa Schwan. Dahinter mit der Nummer 1 an Aktis, der jetzt noch etwas näher bringt. Dann die Pilotet Italiener. Und der Favorit Abumete immer noch am drittletzter Stelle. Auf die zweite vorne drei gewinnen Passagen unter dem Tempo-Diktat von Wittwang Schwamm. Wittwang hat sie ja schon mal im Namen. Was tut sie? Und schaut, es ist sie, wir werden sehen. Etwas mehr als eine Runde noch für Wittwang Schwamm. An zweiter Stelle ist es Adrian Burger mit Ernachtis, dahinter Laura Heiner-Rampe mit dem Pilotet der Nummer 8. Dann folgt die Nummer 9 in Gels und in Rot, Schöpfung-Juni mit Italiener. Auch mit der Nummer 3 gewinnen mit André Humbert, neben Laura Mark-Kelty mit Voltage-Rücken. Dann Marcel Humbert in Grün mit Barricado, der Favorit hat und mit dem immer noch an zweitletzter Stelle mit dem grünen Fahrthausen in Rot mit der gelben Schärfe. Und an letzter Stelle Ramona Lepp und Barbara Krüssi. Sind in die letzte Nebenseite und mit Taschmann wird nicht kürzer. Abstand immer noch drei Länge kommt bis zu Ernachtis, dann die Pilotet. Italiener hat in der Regel einen guten Endspurt, ist an vierter Stelle gut platziert, ausgeleitet von Kürilin, dann Voltage von Ken, mit AgoDT, der noch einen weiteren Weg hat, der Regel, gefolgt von Barricado. Und Ramona hat den Abschluss etwas verloren, zwei, drei Rennen bis zur letzten Position. Vorne jetzt der Angriff von, der Angriff ist noch nicht, aber er kommt jetzt näher. Das ist ein Abriss, der näher an die Quatschung herankommt. Dann ist die Pilotet da und Italiener, die anderen haben noch etwas Rückstand an und den versucht jetzt anzugreifen. Der Favorit an fünfter Stelle. Einlauf mit Quatschung. Quatschung, ein Abriss. Wir werden jetzt eine zweite Stunde geordnet. Italiener kommt ebenfalls stark ab. Von der Siebachschule jetzt angegriffen von Ernachtis. Ernachtis geht vorbei, wie Pilotet greift ebenfalls an. Italiener